Hey Leute, ich bin's, der Martin von der Frosty Crew, und ja, es gibt hier wieder ein kleines Infovideo. Ja, ich fange jetzt ein neues Projekt an, und zwar Snipe Elite V2, und die Tribes Testreihe ist natürlich beendet. Solltet ihr jetzt vielleicht auch alle Parts haben, bin ich mir nicht sicher. Ich wollte euch informieren, also ich habe jetzt schon bis Part 3 ungefähr, habe ich jetzt schon aufgenommen, Snipe Elite. Und zwar, ich nehme jetzt auf Ultra auf, also die Grafik und die Einstellung auf 1090. Was weiß ich da, ihr wisst schon, also Full HD und so. Und da ist es halt nun mal so, dass die Dateien mega groß werden. Ich habe ja früher mal auf meinem Laptop aufgenommen und da waren die Dateien halt noch irgendwie ein Viertel kleiner. Und ja, ich bin halt überrascht geworden durch diese übel großen Upload-Zeiten. Ich bin jetzt hier irgendwie jetzt hier mit Sniper Elite 4 Stunden am Uploaden gewesen. Dann hatte ich das Internet irgendwie, ich war bei 98% oder so. Na okay, 98 übertrieben. Ich war ungefähr bei 89% und dann habe ich gemerkt, dass es ja aufgehört hat zu uploaden, weil das Internet ganz kurz für ein paar Sekunden getrennt war oder so. Keine Ahnung, was da los war. Und ja, da habe ich mich natürlich gefreut, habe den Upload, also der ging nicht weiter. Habe ich mich gewundert so, habe es nochmal abgebrochen. Und ja, jetzt stehe ich hier wieder vor dem 1% Balken. Und von daher würde ich sagen, also ich lade dieses kleine Video hier auf jeden Fall hoch. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Intro jetzt mit überarbeiteter Musik findet. Also ich finde diese Musik von Tiësto auf jeden Fall richtig Hammer. Schreibt nochmal in die Kommentare, was das für ein Lied ist und so. Und ansonsten läuft alles ganz normal weiter. Valle und Leo machen jetzt Battlefield Heroes. Das ist ein Gratis-Shooter. Könnt ihr mal gerne reinschauen. Jetzt in der ersten Folge haben sie zwar das Format ein bisschen scheiße gemacht, um es auf gut Deutsch zu sagen. Aber ja, ansonsten gibt's eigentlich so nichts Neues. Es ist halt wieder dieses Let's Talk. Hatten wir ja schon eine Folge. Battlefield habe ich jetzt lange Zeit nicht mehr aufgenommen, muss auch mal wieder eine neue Folge kommen. Die letzte Folge ist ja unglaublich gut angekommen bei euch, also da habe ich mich echt sehr gefreut so. Das war unser erstes Gast-Commentary, also nicht unser erstes, aber unser zweites mit Ultimator. Ultimator, nochmal danke dafür, dass du da am Stieß warst und am Stieß heißt am Start, für Leute, die es nicht wissen. Und ja, cooles Ding auf jeden Fall, haut bei euch echt gut rein. Und ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Folge von Whatever, je nachdem, was ich gerade so angelotzt und so. Und ansonsten, ja, bleibt geschmeidig, Leute. Peace.